Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Bravely Second Endlayer. Dem Spiel für den 3DS und ich bin der Luan und präsentiere euch das Ganze. Bin gerade ein bisschen genervt, ich nehme das Ganze ja. Super, und deswegen musste ich jetzt warten. Ich bin gerade etwas genervt. Ich nehme das Ganze ja eigentlich, ich nehme das Ganze ja am Stück auf und rendere nebenbei andere Let's Plays, die schon fertig sind. Und muss da entsetzt feststellen, dass schon wieder, oh, 30 Gold, schon wieder ein Teil der Aufnahme asynchron geworden ist, weil Camtasia verfickte Scheiße nochmal meinte, ich mach's nicht richtig. Und das Spiel sowieso scheiße war. Es war ein RPG-Maker-Game, das wird demnächst auch nochmal kommen. Ja. Das hat mich sehr, sehr genervt. Ich speichere nochmal eben. Und dass es jetzt asynchron ist, das macht das Ganze nicht besser. Ja, aber kann ich jetzt auch nichts mehr daran ändern. Ich kommentiere das nicht nach. Dann ist das halt so. Ja, ich bin bei manchen Dingen, da habe ich jetzt einfach, da sage ich mir dann auch, du. Dann ist das halt so. Wenn das mal so ist, dann ist das so. Jetzt müssen wir hier rein. Aber wir gehen mal beim Zauberer nochmal gucken. Können wir noch was besorgen? Nee, das brauchen wir alles noch nicht. Das ist genauso wie hier, wenn jetzt was auf die Sekunde, auf 2 Sekunden nicht passt, ja, dann ist das halt so. Dann, ich bin jetzt auch nicht der YouTuber, der damit Geld verdient, dass ich wirklich auf alles achten muss. Ach, guck an, die Katzen sind auch hier, wa? Nur die Todesfische, die im Seichten ein leeres Leben, die Anzu, die im Barkrater leben, die Luftlaternen und Gewehrkugelameisen, die in den Meereshöhlen von Arena leben. All diese Tiere können dir dabei helfen, die Katzenbeschwörung zu erlernen, nur zu lernen. Ja, komm. Ah, die Fresse. Ich werde das nicht lernen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich mach das nicht. Das Katzenbeschwörer ist total bescheuert. Ach Gott, jetzt ist ja hier noch ein Dungeon. Stimmt. Oh, der war auch kacke. Großes Mühlwerk. Der war auch kacke. That's what you get for trying to show off. I'll tell you all about wind power later, Magnolia. For now, let's get going. Tuasim Shu, how sweet of you. But it's okay. I pretty much already know. Then what'd you ask me for? Sheesh. Haha, Mädelswitzige. So, 19 bis 23. Hier gibt es jetzt im Vergleich zu gerade ein richtig nerviger Gegner. Und das Ganze ist auch viel unübersichtlicher. Ja. So, jetzt ist der Typ ist nämlich schon da und wir müssen eigentlich nur da oben hin. Das ist allerdings zu, da kommen wir nicht hin. Wir müssen das Tor öffnen, indem wir 2 Schalter betätigen. Ja, und die Schalter zu betätigen dauert eine ganze Weile. Weil du in verschiedene Richtungen gehen musst und andere Abzweigungen gehst und diese Gegner hier sind Eisenmann, 2 Typ E, die mehr als nur zacken. Ja, Blitz. Ich habe was vergessen. Ich glaube, wenn ich. Guck mir jetzt mal den Schaden an. Je nachdem, wie der ausfällt, mache ich das noch. Wie fällt Blitze aus? Ja, habe ich mir gedacht, Blitze fällt ziemlich schwach aus. Ja, ich glaube, ich muss das machen.
Oh ne, das dauert wieder 10.000 Jahre, ey. Okay, dann machen wir heute was anderes. Ja, dann machen wir heute was anderes. Ja, Leute, dann wird die Hauptstory jetzt... Boah, sind die stark, ey. Dann wird die Hauptstory jetzt noch etwas hinten angestellt, denn ich mache jetzt einen kleinen Sidestep. Und zwar verschwinden wir wieder hier. Ja. Wir verschwinden hier. Zack. Das machen wir weg. Das kann nämlich warten. Ich möchte nämlich jetzt erst was anderes machen. Und zwar, wenn wir hier... Ne, wenn wir... Moment, doch, wenn wir hier mal... Ne, wenn wir doch... Moment. Wenn wir hier mal gucken, haben wir bei Diverses Mephilias Notizen. So, und da steht nämlich was drin. Über verschiedene Baals. Bla bla bla, das interessiert eines nicht. So, hier. Ja. Punkte gibt es direkt. Deus Ex. Steht da drunter. Wo ein Baal einst das Land verbrannte. Die Sünde haben wir schon. Und dann gibt es Vergessener Weg des Wassers in der Wiege der großen Brücke. Das ist später noch. Und der Rest kommt auch alles später. Aber wir haben jetzt gelesen, dass in einem bestimmten Bereich, wo ein Baal einschlug, eine Beschwörung ist. Und den haben wir auch schon gesehen und den holen wir uns jetzt. Denn Deus Ex ist sehr nützlich hier. Ist ein schöner Elektrozauber. Eine Donnerbeschwörung. Und den möchte ich mir holen. Ja. Gucken muss ich dann, ob ich den Moment erst noch wieder offscreen dann levele. Level do. Weil das sonst zu lange dauert. Ich glaube, das mache ich. Ich werde jetzt erstmal den Ball holen. Dann gucken, wie viel Zeit vergangen ist. Dann werde ich offscreen leveln. Ja, und dann die Aufnahmen. Oh Gott, das dauert dann auch. Ja, ja, da ist leider jetzt alles ein bisschen durcheinander. Shit. Das wirft mir meine Upload-Pläne doch etwas durcheinander, denn ich habe damit nicht gerechnet. Okay. Naja, gut. Müssen wir halt so machen. Dann muss ich Bravely Second mal zwischendurch aufnehmen. Zwei Parts, drei Parts, die mir dann noch fehlen. Warte, nee, das ist jetzt Part 3, den ich am Stück aufnehme. Ja, da muss ich zwei Parts dann später noch aufnehmen. Kommen wir eigentlich direkt zu dem Ballkrater mit dir? Nö, oder? Nö. Mist. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder hinschwimmen. Ja, ich mache das jetzt auch. Denn sonst hole ich den Ball nie und dann habe ich ihn wieder vergessen. Ich habe die Monster jetzt auch ausgemacht, dann geht es wenigstens schneller. Wir können in aller Ruhe diesen Ball organisieren. Auch bei diesem Ball gilt, wir müssen einem Angriff standhalten. Damit wir uns der Beschwörung würdig erweisen. Ach, ist das nicht schön hier. Ach, das macht so viel Spaß. Ach, das ist so angenehm. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt noch sagen soll. Kann ich da oben eigentlich langfahren? Nice, abgekürzt. Ach ja, ist das schön hier. Es ist so ruhig und angenehm. Keiner stört uns, keiner hetzt uns. Die Welt ist uns Freund. Und wir haben alle Zeit der Welt. Und wir sind wieder da. Ja. Die du in den Ballkrater steigen. Södele, wo ist denn jetzt das Viech? Ich lasse die Monster auch hier aus, denn ich möchte eigentlich nur mal eben schnell den Ballkrater sehen. Den Typen sehen. Ihr seht jetzt auch rechts, im unteren Bildschirm rechts oben, Ballkrater Oberfläche, Level 13 bis 17, das Level 13 bis 17 blau ist. Das heißt, wir sind schon zu hoch, wir können hier nicht mehr angemessen trainieren. Ja. Das bedeutet eigentlich nur... Ist der hier schon? Ne, der ist noch einen weiter, glaube ich. Ich glaube, der ist noch einen weiter unten. Am Boden. Wir sehen das ja gleich. Da oben steht er nicht. Und da... Steht er auch nicht, okay. Dann ist er tatsächlich ganz unten. Und dann werde ich das auch so machen. Ja, dann ist die Aufnahme, das ist der Part heute ziemlich kurz. Dann gehe ich gleich einfach mit dem Ball wieder zurück, den wir hier bekommen,
und werde dann vielleicht noch ein, zwei Kämpfe machen, die ich euch den auch nochmal zeigen. Ich glaube, der ist hier oder einen drunter. Da ist er. Sind wir stark genug? Ja, wir sind voll ausgerüstet, das müssen wir überleben. Was? Ah, ich habe die Qualifikation. Ich lehre mit der Blitze, Sprache von Deus Ex. Blitz, ja, Selbstbewusstsein? Ja, natürlich. Ich bin bereit, bereit, bereit. Wirklich, alle gut. Dann haltet mal Stand. Feind greift zuerst an. Deus Ex. Das sind auch Zauber. Die habe ich mir mal ganz anders vorgestellt, wenn ich den Namen höre über Deus Ex, aber ich finde ihn so gut umgesetzt hier. Also dieser Deus Ex Zauber sieht einfach gigantisch gut aus. Das Deus Ex Vieh hier. Wir können jetzt Deus Ex beschwören. Ganz einfach, das war's schon. Mehr müssen wir hier gar nicht machen. Wir können den Teleporter jetzt nutzen und hauen wieder ab. Deus Ex gehört jetzt zu unserer Beschwörungsreihe. Finde ich super cool. Und jetzt geht's wieder zurück. Später müssen wir nochmal hin für eine letzte Beschwörung. Aber das ist dann noch wieder was ganz anderes. Das ist ein bisschen geheimer versteckt. Nicht so einfach. Aber die ist dann doch auch schon... Das muss man wissen. So, das muss man wissen, damit man die Beschwörung auch bekommt. Ja, wenn du nicht weißt, dass es die da gibt, dann machst du das nicht. Wirst du da nicht gucken. Okay, also jetzt zurück. Dann rüber Ernstheim und dann da rein. Dann gucken wir auch nochmal ein, zwei Files machen wir dann noch. Wie gesagt, dann ist die auch wohl die Aufnahme. Ja, 12 Minuten haben wir jetzt. Das ist in Ordnung. Was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt haben wir das schon erreicht. Ich habe mittlerweile über 2000 Videos hier auf YouTube hochgeladen. Wow, ich bin fucking stolz. Ich bin so proud gerade. Dafür, dass ich spät angefangen habe mit den Let's Plays und jetzt 2000 Videos habe. Geil. Richtig geil. Ich bin so stolz darauf. Das kann mir niemand mehr wegnehmen. 2000 Videos, vor allen Dingen Let's Plays, habe ich hier auf YouTube hochgeladen. Sensationell. Sensationell. Ich bin richtig proud of me. Ich hoffe, ich habe das mit meinem 2000. Video auch hingekriegt. Das möchte ich nämlich heute Abend erst starten. Ja. Ist alles in Planung. Es war sehr spontan mit dem 2000. Video. Weil das so alles ziemlich, ja, es war mir ja wohl klar, dass ich mich der 2000er Marke nähere, aber ja, dann wartest du noch, dann rechnest du mal durch, oh scheiße, wenn du die Uploads diese Woche durch hast, dann bist du bei knapp 2000, oh, und dann hast du es soweit. Und dann musst du gucken, wie du, was machst du, mein 1000. Video, das war ja damals eine Runde LOL als Fiddlesticks, eine komplette Runde aufgezeichnet und die ich hochgeladen habe, obwohl ich mit LOL aufgehört hatte. Das war das 1000. Video und jetzt für das 2000. Da gab es so viele Ideen und Möglichkeiten, aber das kam einfach zu kurzfristig. Ups, speichern wollte ich auch noch. Das kann ich auch da drin. Es war zu kurzfristig. Ich war absolut überrascht, dass auf einmal die 2000 da steht. Oder ganz nah dran ist. Und dann war ich so perplex. Ich hatte erst überlegt, ja, was könnte man machen? Macht man irgendwie was Besonderes? Also zum Beispiel, da hatte der Rüyu mir den Tipp gegeben, macht doch ein Best-of. Ja, Best-of wäre wohl geil, aber dazu bräuchte ich viel, viel, viel mehr Zeit, um meine ganzen alten Videos nochmal anzusehen. Dann habe ich überlegt, mache ich irgendein normales Special-Video, also einfach mal ein bisschen quatschen oder sowas. Nee, wollte ich auch nicht. Dann habe ich mich jetzt für das 2000. Video entschieden, was ihr gesehen habt oder was schon online ist, wahrscheinlich. Und ich hoffe mal, dass es euch gefällt. Also für mich war es dann doch, ich wollte es sowieso machen, ich hatte es angekündigt und ich dachte, für das Video 2000 passt das eigentlich ganz gut. Södele, jetzt machen wir nochmal ganz schnell hier ein, zwei Fights. Um euch zu zeigen, wie ich das jetzt offscreen machen werde. Wir haben hier die Typ B Eisenmännerchens. Und jetzt machen wir mal das hier und beschwören einfach mal Deus Ex. Deus Ex. Und machen einfach mal
Blitze. Ja. Du brauchst nichts machen, du brauchst auch nichts machen. Obwohl, warte mal, Magnolia macht mal trotzdem Astralmagie. Denn wenn das jetzt funktioniert, bin ich proud on you. So. Jo, Jos X killt die instant. Und dadurch darfst du noch einen Kampf machen, was, wie gesagt, ordentlich Erfahrung gibt. So, zack, da sind die drei. Du machst einfach mal Plündern auf einen. Erdtrommel, okay. Ist jetzt nicht so toll. Panzerlied, physische Angriffe werden bestiegen. Okay. Ist nicht wild. Ich krieg auch noch weg. So. Magische Gunst. Und du plünderst mal den aus. Regulator mal 2. Wissen, Bogen, Kopf. B. Boah! Der Damage mal real. Und wir bekommen 567 Erfahrungen und 54 Jobpunkte. Das ist für alle erstmal Level Up, außer mit Nolia, die ist schon Level 20. Und für den Jobpunkt gibt es auch einiges. Und das ist jetzt das, was ich öfter machen werde. Ich werde mich hier dann immer wieder heilen. Oh, ja, irgendein Update. Okay, interessiert mich noch nicht. Immer wieder eine erhöhte Ausrunde. Wir bekommen ja durch diese Fights mehr Geld. Ich möchte immer 2 Fights machen und dann die Erfahrung abstauben. Ja. So ist das Ganze am einfachsten zu bewerkstelligen. Und so möchte ich halt trainieren. Und so werde ich jetzt auch trainieren. Oh, neuer Eisenmann. Eisenmann-Typ A. Default. Brave, einfach mal Deus Ex 2-mal einsetzen. Du machst das und du defaultest. Ja. Du müsstest eigentlich instant weg sein. Dass sie schneller sind, ist ein Perforator-Out. Ein bisschen nervig. Aber wenn ich mit meinem Offscreen-Training hier fertig bin, dann sind wir auch schneller. Denn ich möchte gerne mindestens auf 23 trainiert haben. Brauche ich nicht. Das ist mir wichtig. Auf 23 so ungefähr möchte ich trainiert haben, weil wir dann auf dem Niveau sind, dass wir die Gegner hier auch plätten können. Ist der alle weg. Wieder ordentliche Erfahrung und Jobpunkte unten. Joblevel erhöht. Unterstützungsfähigkeit MP plus 20%. Nice. Das ist natürlich nochmal richtig cool. Fähigkeiten ideal, ungenutzt. Dann bekommst du hier mal. Ja, den Ersatzbeschwörung kannst du auch machen. Und die MP plus 20%. Zack. Haben wir noch was? Für dich. Schaden verteilen. Ja, lernst du auch mal. So. Okay, in dem Sinne, Freunde, so werde ich jetzt trainieren eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, aber ich denke mal, ich nehme mir jetzt auch mal ein bisschen Zeit, das Ganze zu machen. Erhöhe natürlich den Speed nochmal auf einen Wert, der angenehmer ist. Gucken wir nochmal vor Luna. Und dann sind wir doch eigentlich ganz gut mit der Partlegende gekommen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes. Was bauen wir aus? Dich, das geht relativ schnell. Das dauert schon länger. Du bist fertig. 24 Stunden, dann machen wir das. Okay. Dann speichern wir jetzt ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Dann wahrscheinlich so um die Level 23. Ja. Macht's gut in dem Sinne. Tschüss und ciao.